Dein Mann, der brannte besonders in den Reihen von Rapid auf einen Erfolg gegen die Tiroler, das war Alfred Hörtnagel, der ja bekanntlich aus Innsbruck nach Wien, nach Hütteldorf gekommen ist. Ja, und mit einer kleinen politischen Anspielung. Er soll offenbar westösterreichische Kreativität und Arbeitsweise auf Ostösterreichs Traditionsclub auf Rapid übertragen. 5300 Zuschauer im Hanapi-Stadion und Rapid ist von Beginn an die aggressivere Mannschaft. Hier haben Sie Lennart Johansen, den UEFA-Präsidenten. Er schaut sich dieses Match an und er sieht hier einen Kopfball von Kubica, der zusammen mit seinem polnischen Landsmann Sliwowski Sturmspitze bei Rapid spielt. Das ist Steiger anstelle von Kübauer, Kübauer nur auf der Ersatzbank. Sliwowski, eine erste wirklich gute Möglichkeit für Rapid. Bei Rapid fehlen ja Mandreko, Hazzo und Parisic. Bei den Tirolern der gesperrte Danek. Im letzten Augenblick hat hier noch Brudlo geklärt. Eckball durch Steiger. Da ist Brauneder. Kubica, noch immer Kubica, kurz abgewehrt und Sliwowski, und das ist das 1:0 für Rapid in der 10. Minute durch Sliwowski. Das erste Kopfballtor gegen FC Innsbruck, und auf Polnisch freut man sich offenbar anders. Hier noch einmal die Vorarbeit, Kubica. Und Sliwowski. Kurze Abwehr von Orasch. Rapid bleibt überlegen. Rapid versucht, mehr Akzente zu setzen. Hier ein Foul, und zwar an Marasek. Freistoß hat nichts eingebracht. Die Tiroler versuchen zu kontern, aber Rapid gibt ihnen wenig Möglichkeiten dazu. Petzl fault hier Caracedo. Und kein schlechter Freistoß von Lescia. Horst Köppel, der Trainer, schaut noch einmal in der Aufstellung nach, ob er taktisch alles richtig gemacht hat. Brauneder, ein Eckball. Herrlicher Schuss hier von Steiger, und das ist das 2:0 für Rapid in der 18. Minute. Der erste Rapid-Treffer, der nicht innerhalb des Strafraums seine Entstehung genommen hat. Ein herrlicher Schuss von Steiger. Hier noch einmal. Steiger nimmt den Ball, Wolle mit dem Außenriss, und trifft haargenau. Mit dem 2:0 jetzt ein Schuss von Westerthaler, aber Westerthaler verletzt sich dabei, hat sich bei diesem Sprint eine Oberschenkelzerrung zugezogen. Brauneder. Foul an Brauneder. Und Westerthaler muss das Spielfeld verlassen. An seiner Stelle kommt Gusnik. Freistoß für Rapid, Freistoß durch Steiger. Und diesmal gut gehalten von Orasch. Schweres Amt für Schiedsrichter Winkelbauer. Es wird sehr hart zur Sache gegangen. Hier ein Foul an Caracedo. Und zwar von Blitzenetz. Caracedo bleibt liegen, bekommt dann die gelbe Karte, aber so von alleine ist er da nicht geflogen. Rapid kann mit dem 2:0 Vorsprung nicht viel anfangen. Die Mannschaft spielt jetzt nicht befreiter, und Innsbruck ist geschockt. Geschockt auch durch den Ausfall von Westerthaler. Ohne Danek und Westerthaler ist natürlich die Offensivkraft der Tiroler stark reduziert. Ein Foul hier, und zwar an Marasek. Nachgeschlagen hat noch Bauer. Eines Nationalspielers an und für sich unwürdig. Da ist Streiter. Auch er wird hier gefoult. Hartmann, sehr offensiv.
Streiter muss behandelt werden. Hier sieht man es noch, Blitzenetz hat ihn getroffen. Aber Streiter, der Libero der Tiroler, kann weiterspielen. Eckball für Innsbruck. Caracedo versucht, spielerische Akzente zu setzen. Wieder ein Foul an Caracedo. Mit ihm hat Rapid die größte Mühe. Hartmann! Ein Riesenschuss! Da ist Bauer! Noch einmal Bauer! Und dann vergibt er Gussel. Das war die größte Möglichkeit für Innsbruck, hier den Anschlusstreffer zu erzielen. Zuerst Hartmann, dann zweimal Bauer und schließlich Gussel. Was, Köppel, sehen Sie noch eine Chance, das Spiel umzudrehen? Ja, sicher. Mein 2-0 ist zwar ein komfortabler Vorsprung, aber im Fußball ist alles möglich. Wir werden es versuchen. Wir dürfen nur nicht ins offene Messer rennen, aber versuchen werden wir es. Aber wenn wir so spielen wie in der ersten Halbzeit, wird uns das nicht gelingen. Wird man offensiver noch spielen? Ja gut, wir haben versucht nach vorne. Offensiver allein nützt nichts. Wir müssen kontrolliert spielen, weil wenn wir zu offensiv spielen, werden wir auch noch ein paar Tore fangen. Und das müssen wir natürlich verhindern. Aber wir wollen alles versuchen trotzdem. Das Messer ist offen und Rapid hat Kontermöglichkeiten. Kubica, Sliwowski. Riesenmöglichkeit für Steiger. Steiger, der dafür gesorgt hat, dass es eine Steigerung bei Rapid gibt. Die Tiroler jetzt offensiver. Watzinger und vor allem Hartmann drücken aufs Tempo. Auch Bauer jetzt stärker. Sehr sicher Rapid-Tormann Konzl auch bei diesem Schuss von Hartmann. Offensive der Tiroler, aber eine fruchtlose Offensive. Da ist plötzlich Caracedo, macht das sehr geschickt. Schöttl hat aber aufgepasst. Brauneder, wieder Steiger. Marasek. Marasek versucht es allein. Noch immer Marasek. Und der Ball landet auf dem Dach des Tores. Unter das Dach dürfen die Zuschauer der Westtribüne, es hat stark zu regnen begonnen, im Hanapi-Stadion. Dann Bauer. Sehr agil jetzt. Ein Foul von Kübauer. Kübauer, der anstelle von Brauneder doch ins Spiel gekommen ist. Bekommt dafür die gelbe Karte. Zu seiner Entschuldigung. Er wollte offensichtlich den Ball spielen. Wehgetan hat es trotzdem. Noch einmal die Tiroler jetzt über Brudler. Immer wieder Hartmann, immer wieder Bauer, aber auch immer wieder Konzl. Und Rapid gewinnt dieses Derby mit 2:0. Was, Steiger, ein absolut tolles Tor hat hier heute vielleicht die Vorentscheidung gebracht. Ja, Vorentscheidung, ich meine, es war gleich am Anfang noch ein 1-0, dann das 2-0 drauf und es war sicher eine Vorentscheidung, weil wir haben dann leichter spielen können, in Ruhe mehr. Aber so ein Treffer gelingt einem nicht alle Tage, wie war das? Ja, das ist richtig, ne? Es war ein Corner und der Ball ist rausgekommen und immer denkt, ich meine, ich nehme ein volles Risiko und er hat es genau gepasst ins Eck. Konsequent hat die Mannschaft wieder über 90 Minuten gespielt und das war, glaube ich, auch der Vater des Erfolges. Das ist richtig, denn ich glaube, im heutigen Fußball kommt man nur mehr zum Erfolg durch Zweikampfstärke, durch Konsequenz und vollste Konzentration. Und das muss natürlich gepaart sein mit Spielwitz, den haben wir heute auch phasenweise gezeigt. Horst Köppel, nichts ist mehr gegangen in der zweiten Hälfte. Glauben Sie, war ein wesentlicher Teil daran schuld, dass Danek gefehlt hat? Nein, man sollte da nicht irgendwie eine Entschuldigung suchen. Natürlich fehlt ein Spieler wie der Danek immer, weil er ist einer der gefährlichsten im Grunde bei uns. Er macht die meisten Tore. Aber das wusste man vorher, dass er nicht spielt. Also müssen wir es anders versuchen. Wir haben alles versucht in der zweiten Halbzeit, aber es hat nicht geklappt. Und deshalb letztendlich die Niederlage verdient. Ja, und es ist die erste Niederlage nach 10 Runden für die Innsbrucker. Torwette also 2:0, richtiger